Willkommen zurück zu Man of Medan. Da sind wir wieder und es geht weiter mit frischem Shirt und frischer Honorbox und frischen Herztabletten. Da es ja beim letzten Mal dann doch arg spannend geworden ist mit unserem guten Brad hier. An der Stelle natürlich, wie immer, herzlichen Dank an alle, die hier immer noch dabei sind, die das Spiel bei mir gucken, die mich dadurch durch Klicks, Daumen und Kommentare supporten. Das freut mich wirklich sehr, denn ihr wisst ja, ich mache auch immer gerne mal was neben Dingen wie Breakpoint, Ghost Recon, Division und so. Von daher vielen Dank für euren Support. So, da hinten gibt es schon mal diverse Dinge zu sehen. Mich interessiert aber gerade mehr, da kommen wir her, was da ist. Ich will auch nicht nochmal durch die Tür... Besser. Besser. Verschwinde. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wer war das noch im Trailer, wo die Frau hinter erschienen ist mit dem verzerrten Gesicht dann? War er das? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war, glaube ich, Conrad. Okay. Ja gut, er ist ja aber auch mega durch diesen Qualm gelaufen, ne? Also, ich will da nicht runter. Warte, wir gucken uns hier... Oh, hier sind noch ein paar Sachen. Skelette. Skelette. Skelette? Das sind eher Mumien. Wo ist eure Haut? Irgendeine Meinungsverschiedenheit. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, dass das Ding mich gleich packt. Internes Memo an Ersten Offizier Fischer. Sir, Sie wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen. Ohne Erfolg. Diverse Zeiten. Bis um... Ah, wie spricht man das noch richtig aus? 0140 Uhr. Also 1.40 Uhr konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 0300 Uhr wieder melden. Ich glaube, so ungefähr spricht man es. Private Cooper. Okay. Eigentlich auch zu offensichtlich. Nimm das Ding mit. Kurs aktualisiert. Okay. Da war aber doch noch was hier, ne? Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Die spannen einen schon wieder ganz schön lange auf die Folter. Warte mal. Schiffe in der Nacht. Hier sieht man übrigens auch die ganzen verschiedenen Stränge. Es sind wirklich nur noch zwei da. Also ganz so viel. Das Küchenmesser ist ein eigener Strang. Alex fand ein Messer in der Küche und behielt es. Schiffe in der Nacht. Brad fand den Maulschlüssel über dem Frachtraum. Oh. Puh, so. Warte mal. Was? Controller bitte neu anschließen? Was war das denn? Ich glaube, ich hab... Warte mal. Ich muss mal eben hier die Kabelsituation ein bisschen klären. Ich glaube, der hat gerade so ein bisschen den Kontakt verloren. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ansonsten läuft noch alles sehr schön. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu der Tür, weil vielleicht können wir mit dem Schlüssel hier dort irgendwas machen. Nö. Ja gut, dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als herunterzuspringen. Alex? Julia? Scheiße! Gott sei Dank ohne Quicktime-Event. Okay, weiter geht's mit Fliss.
Oh, warum wurde hier jetzt der Kurs aktualisiert? Fliss konnte im Frachtraum nichts Nützliches... Oh nein! Dann hätte sie im Frachtraum... Ah, wir sind auch so durch den Frachtraum durch, weil ich Schiss hatte. Denn wäre da mit Sicherheit auch noch irgendwas drinne gewesen. Kacke, ey, wenn uns das mal nicht Fliss kostet. Fliss würde ich nämlich gerne lebend hier rauskriegen. Eigentlich hätte... Ah, das ist... Ey, das ist jetzt... Also, es ist ja kein Jumpscare, ne? Aber das ist so gut gesetzt, dass ich ein bisschen Gänsepelle hab. Ist das Alex? Was geht hier vor sich? Oh Gott, das wird bestimmt richtig scheiße hier. Hallo. Erstmal wieder ein bisschen in Leichen poolen. Eine Patrone. Hä? Was will uns die Patrone sagen? Alter Schwede. Das war hart stressig. Also nach wie vor, die Quicktime-Events sind scheiße. Ist einfach so. Und auch da gerade wieder, spieldesign-technisch finde ich schwierig, wenn du in dieser Situation bist, wie gerade, wo du die Quicktimes drücken musst und dir dann die X-Taste angezeigt wird. Du die drückst, weil du denkst, es ist ein Quicktime-Event und erstmal realisieren musst, dass du jetzt die Taste hämmern musst, dann ist das scheiße. Das hätten die irgendwie anders darstellen müssen. Was weiß ich, dass sie den Button dann wirklich oben in die Ecke setzen, ganz dick und den, ne, mit so einer Drückanimation, ich weiß es nicht. Also das eben hätte ich ja fast wieder verkackt, weil ich musste erstmal schnallen, dass ich die X-Taste hämmern muss und nicht einfach nur einmal klicken muss. Aber okay. Es hat auf jeden Fall den Effekt gehabt, den es haben sollte. Es hat mich sehr gestresst. Und ich bin äußerst froh, dass wir es geschafft haben. Ach, schön. Da würde ich jetzt gern sein. Hä? Warte, da unten. Ich habe was gesehen. Aber da kann ich nicht hingucken. Weil da unten, da stand doch was. Naja, gut. Vielleicht können wir uns da verstecken, wenn gleich irgendwas passiert. Seltsam. Oh Gott. Voll das Necronomicon. Schweigend möge die Kabale... Langsam. Schweigend mögen die Kabale sich versammeln. Aus fünf soll sie bestehen. Fünf von reinem Geist und Körper.
Drei weiblich und zwei männlich, aber alle von erster Geburt, gehüllt in Kapuzen, ein Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen. Jünger, das vor dem Fest von Akramahamari, Ritual von Treskea, abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der fünf Primärpunkte stehen. Eine Jungfer der See, ihrer Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erlebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand, voll Inbrust ihre Stimme zu der Anrufung des Soras, wie sie steht geschrieben. Wir fünf an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm. Auf ewig die fünf Spitzen, Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet. Das Unicursus, rufet, an fünf Spitzen wir glauben. Das Schwert voran und proklamiert mit fester, wir dienen. Wendet, grad nach und zeichnet, o kovernale Sigile, das heilige Symbol, nun in Ehrfurcht. Wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung, alles klar. Alles verstanden. Oh Gott, das Schwert voran und rufet mit Überzeugung, den fünf Spitzen wir opfern, Seite 34. Jeder der fünf trete einen Schritt zur Mitte und verharre in der Haltung von Ram. Stimmt gemeinsam ein, eins sind wir und so ist unser Fürst. O Soras, Soras ist unser Fürst wahrscheinlich. Mit diesem Opfer bitten wir dich, läutere uns von den Dämonen, die uns befallen. Das Blut der Schöpfung wir vergießen dir zu Ehren auf das, deiner Gunst würdig erweisen. Erst nachdem die Anruf endet ist, sollen die fünf sich dem O nähern und einer nach dem anderen. Wehrt den unglückseligen Körper von seinem unreinen Blut befreien, Schädeldolch. Blutbaum, okay, das ist vielleicht wichtig. Schädeldolch, Blutbaum. Der Leichnam soll ruhen in einem Sarg aus dickem Holz und der Kopf deinen Jüngern frei zugänglich sein als Mahnung. Dass der Unachtsame allzu leicht dem Bösen verfällt, aber die Macht von Soras euch alle beschützt. Und so sei das Ritual und deine Jünger von allen Plagen begeistern, befreit, das Fest möge. Ganz im Ernst, wenn wir das in irgendeiner Form nachher noch machen müssen, dann wird's schwer. Hat er das denn irgendwo verzeichnet, das Buch? Oder war das einfach nur tralala? Also von fünf ist die Rede. Drei Frauen, zwei Männer. Sind wir aber gar nicht. Kommt ja gar nicht hin. Hier ist nichts. Da ist noch was. Was geht hier vor sich? Oh, voll das Blutbecken. Geh mal ran da. Warum? Oh, diese Steuerung schon wieder, ey. Jetzt vielleicht? Ja. Ach, oder die haben das Ritual hier vollzogen, denke ich mal. Wozu wir gerade das Buch gefunden haben. Guck mal, sind das Mittelfinger, die da aufgemalt sind? So. Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Was mich echt ein bisschen nervös macht, ist, dass wir mit Fliss nichts Brauchbares gefunden haben. Fußspuren. Also machen wir das, was jeder im Horrorfilm macht. Immer dahin gehen, wo es am gefährlichsten zu sein scheint. Ich gucke mich hier nochmal einmal eben um, aber hier ist nichts. Okay. Da war eben ganz kurz der Kurator zu sehen. Spul zurück, der stand da ganz kurz. Und wer ist das? Oh.
Ich könnte mir vorstellen, aber warten wir erstmal ab. Ich könnte mir vorstellen, nur um das nochmal eben zu klären, es ging ja eben eigentlich der offensichtlichste Weg durch die Tür durch und wir sind ja auf die Bühne gelaufen und da war da nichts, aber dadurch haben wir diese Zwischensequenz ausgelöst, dass das vielleicht tatsächlich eine entscheidende Sequenz war, weil wie gesagt, in der Kamerafahrt sahst du einmal, wenn ich mich nicht komplett irre und jetzt komplett wahnsinnig werde, sah man einmal ganz kurz den Kurator und das hat bestimmt was zu bedeuten gehabt. So, aber jetzt wollen wir erstmal Julia retten, die auch immer noch ihre scheiß Wunde am Bein hat. Oh. An der ich immer noch glaube, dass die noch entscheidend sein wird für irgendwas. Was? War das jetzt gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung. Das Messer, oh mein Gott. Quicktime Event. Jetzt hilf ihr doch, Mann. Warte mal eben ganz kurz, ich muss mal eben ganz kurz. Sie stiegen aus dem Wasser, dann schnappte etwas, das wie Alex aussah, sich das Messer und jagte Alex und Julia. Okay, dann wissen wir das ja jetzt schon mal. Weil ich überlege gerade, der Ring. Wer von den beiden hat denn noch den Ring verloren? Alex hat den Ring verloren, oder? Oder hat Julia den Ring verloren? Wem haben sie denn den Ring abgenommen? Alex, weil daran kann man den vielleicht erkennen, aber egal, gut, denn wissen wir ja Bescheid, dass sich das irgendwer. Komm schon! Weg hier! Oh, ich kack mir in die Hose. Aber die haben es ganz gut gelöst mit dem schnellen Wechsel jetzt auch der Charaktere. Also es bleibt dadurch echt spannend. Und spitzt sich auch langsam zu. Unter Deck, ich mach mich mal gerade nicht weg. Mist! Er ist hier! Was ist denn, Prinzessin?
Kriegst du mich etwa nicht mehr? Da ist schon wieder der Kurator. Mist. Mann! Scheiße! Oh Mann! Herrgott nochmal, ey. Aber irgendwie ist es gut gegangen. Oh, Gott sei Dank! Oh. Ja, ich bin's. Und jetzt los! Himmel! Hier ist es nicht sicher! Gott! Eins sag ich euch, ich werde erstmal keine Spiele mit Quicktime-Events mehr spielen. Ugh. Sind wir sicher? Ich glaube... Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher. Hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen... Und vielleicht auch einem politischen Hintergrund, nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald.